Liebe Genossinnen und Genossen, die Ausplünderung Griechenlands, die Rettung des Landes, wie es allenthalben verniedlichend heißt, fand statt auf dem Altar unserer europäischen Werte. Unter den gestrengen Augen des europäischen Sparkommissars Wolfgang Schäuble wurde und wird das Land, in dem Athener Bürger einst die Demokratie erfanden, einem Austeritätsterror ausgesetzt, der in der Geschichte seinesgleichen sucht. Renten wurden und werden gekürzt auf Beträge, die sich auf deutschem Hartz-IV-Niveau befinden, Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst auf Hungerlöhne eingedampft. Gespenstische Industrieruinen schauen jeden an, der das Land bereist. Und jetzt sprechen Sie wieder vom Aufschwung in Hellas. Unsere Medien, Sie reden von Wachstum und belegen dies durch allerlei Zahlen, die Sie in die Welt setzen. Statistiken, die verbergen sollen, dass kürzlich ein weiterer Generalstreik Griechenland lahmgelegt hat, dass die Menschen gegen weitere Kürzungen und Streichungen kämpfen, nicht einmal, weil sie an einen Erfolg glauben, sondern weil sie sich einfach nicht unterwerfen wollen. Ich finde diese Kampfmoral in Griechenland großartig, liebe Genossinnen und Genossen. Denn das Vertrauen in diese EU ist nicht nur in Griechenland dahin. Spätestens seit der bisherige griechische Finanzminister die Abläufe in der Eurogruppe schilderte, wissen wir, alle Zusagen von Moscovici, Renzi oder Hollande an Tsipras oder Varoufakis waren obsolet, als die Eurogruppe tagte und Schäuble alles zurücknahm, was vorher den Griechen unter der Hand zugesagt worden war. Die Verelendung im europäischen Süden, auch bei noch Nicht-EU-Ländern, geht weiter. Als ich im Frühjahr nach Griechenland gefahren bin, war es gespenstisch leer auf den Autobahnen ab Slowenien bis Griechenland. Es gab so gut wie keinen Verkehr, das muss man sich mal vorstellen, in Kroatien, in Serbien, in Griechenland, in der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien, im Gegensatz zum stauträchtigen Deutschland und Österreich. Hier konnte man regelrecht erfahren und sehen, was der Exportismus Deutschlands und die Austerität der EU bereits angerichtet haben. Hier brummt es, dort ist alles platt. Das ist nicht das, was wir unter Europa verstehen, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt erntet die Troika das, was sie an Wind gesät hat, als Sturm in Italien. Sicher, an der zum Teil rassistisch-faschistischen Regierung in Rom gibt es aus linker Sicht jede Menge zu kritisieren. Aber sie will die Sparvorlagen lockern, weil sie grundlegende ökonomische Fakten berücksichtigt. Aus einer Wirtschaftslaute kann man nur herauswachsen, sich nicht kaputt schrumpfen und kaputt sparen. Und das hat diese Regierung verstanden. Sie fürchtet um ihre Industrie im Norden, die sie schützen will. Und dass die sozialpolitischen Vorstellungen der fünf Sterne mal wieder ins Leere zu laufen scheinen, macht ja genau die Schande aus, liebe Genossinnen und Genossen, dass nicht ausgewiesene Linke diesen Widerstand gegen die Zumutungen der EU befördern, sondern dieser Rolle von einer schillernd bis rechtsrassistischen Regierung übernommen wird. Das ist doch das Ungeheuerliche. Das ist unsere Aufgabe. Und da setzt der Spiegel als Titelbild einen Spaghetti als Galgen. Das ist ungeheuerlich, liebe Genossinnen und Genossen, ungeheuerlich. Eine Hetze sondergleichen. Was früher die faulen Griechen waren, sind jetzt die Italiener, die alles in den Abgrund reißen. Immerhin können sie nicht ganz verschweigen, dass die Stimmung wegen der Erfahrung, die die Italienerinnen und Italiener in den letzten Jahren gemacht haben, sehr gegen EU und Euro gerichtet ist. Rom will nicht mehr alles abnicken, was Brüssel und Berlin ihnen sagen. Und Italien hat als dritte Wirtschaftsmacht der EU-Länder ein großes Drohpotenzial, anders als Griechenland. Klar ist, diese EU ist in der Krise. Die EU richtet Solidarität und die europäische Idee zugrunde. Die EU der neoliberalen und militaristischen Verfassungsverträge ohne Mitspracherecht der Bevölkerung entspricht in keiner Weise demokratischen Mindestanforderungen. Nur die Entmachtung der EU und die politische Neugründung Europas kann uns aus der Sackgasse führen, liebe Genossinnen und Genossen. Der Ausbau der EU ist zu stoppen. Solange der Neoliberalismus und die Sparpolitik den Kern der EU ausmachen, darf es keine weiteren Kompetenzübertragungen an Brüssel geben. Stattdessen sollte ein neues Europa ein Europa der Regionen sein und freiwillige regionale Zusammenschlüsse zulassen, wie zum Beispiel eine Balkanföderation, die regionale Märkte
abgestuft schützen kann, um dem übermächtigen Deutschland gemeinsam entgegentreten zu können. Stichworte hierzu: abgestufter Protektionismus und Deglobalisierung. Eine solche Balkanföderation wäre ein Beispiel für ein Gegenmodell gegen das EU-Zwangsmodell der Supranationalisierung in den Ländern, in denen es Unabhängigkeitsbestrebungen gibt. Gilt es, den friedlichen politischen Dialog zu unterstützen und zu verhindern, dass es zu Gewaltmaßnahmen kommt, ganz gleich von welcher Seite. Das gilt für Katalonien wie für andere Länder und Regionen. Das A und O einer europäischen Politik muss der Dialog und der Interessensausgleich sein. Da, wo jetzt eine Kommission, ein Ministerrat oder mächtige Einzelstaaten den Ton angeben, strebt die Linke stattdessen Demokratisierung an. Volksabstimmung, Dezentralisierung, partizipative Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger und ein strenges Prinzip der Subsidiarität. Nichts soll nach oben delegiert werden, was auch unten organisiert werden kann. Ich frage: Was ist das für eine EU, die eine so verrückte und unsoziale Wirtschaftspolitik betreibt und von der grundsätzlichen Sparpolitik nicht ablassen will und dessen Hegemon mittels seiner Exportpolitik Industrieländer wie Italien jetzt in den Abgrund zu reißen droht? Was ist das für eine EU, die ihren Mitgliedsländern höhere Zuwendungen verspricht, wenn die ihre Sozialausgaben senken? Denn mit einer sogenannten Reformhilfe- und Stabilisierungsfunktion sollen neue Hebel zur Durchsetzung von Liberalisierung, Privatisierung und Kürzung erprobt werden. Das Budget soll 25 Milliarden Euro betragen. Wer bereit ist, neoliberale Maßnahmen nach dem Geschmack der Kommission mitzutragen, kann hierfür finanzielle Hilfe beantragen. Was ist das für eine EU, die höhere Rüstungsausgaben in den Mitgliedsländern durchsetzt, die die Senkung des Lebensstandards breiter Bevölkerungskreise erzwingen will und darüber hinaus die Gefahr eines militärischen Konflikts mit Russland heraufbeschwört? Eine Steigerung der Rüstungsausgaben auf 2% des BIP soll im Rahmen einer Art EU-NATO, PESCO nennt sich das, eine strukturierte Verteidigungszusammenarbeit in Deutschland dazu führen, dass dieses Land, die Bundesrepublik Deutschland, nachher genauso viel Geld für die Rüstung ausgibt wie Russland alleine, das sich gegen die NATO wehrt. Das ist doch völlig irre, liebe Genossinnen und Genossen. Wollen wir so eine EU? Ich meine, so eine EU wollen wir nicht. Und dass wir diese EU ablehnen, heißt aber nicht, dass wir nicht für ein starkes Europa eintreten. Europa muss stark sein, weil der Megamacht der Multis nur durch ein geeintes Europa Einhalt geboten werden kann. Es ist eine Illusion, zu glauben, einzelne Nationalstaaten, nicht mal die Bundesrepublik Deutschland, könnten Multis wie Google, Facebook oder Bayer irgendetwas Wirksames entgegensetzen. Was aber tun, wenn diese EU nicht mehr reformierbar ist? Was tun, wenn Kommission, Rat und EZB nicht mehr durch Wahlen in den Mitgliedsländern mit neuem Personal bestückt werden können, die sich einem vernünftigen keynesianischen ökonomischen Kurs verpflichtet fühlen? Wenn stattdessen Brüssel und Berlin sich in unverschämter und skandalöser Art und Weise in die Belange der Mitgliedstaaten einmischen und entgegen dem Wählerwillen Sparpolitik und Verarmung erzwingen wollen? Dann, liebe Genossinnen und Genossen, muss es in den einzelnen Ländern eben einen Plan B geben, den auch die Linke in Deutschland verteidigen hilft. Einen Plan B, der vielleicht einen Bruch mit der Austerität erzwingen kann, vor allem dann, wenn mit einem Land wie Italien die kritische Masse erreicht wird, die Berlin endlich zum Umlenken zwingt. Und dann muss dieses Europa eben neu begründet werden. Dann müssen wir dieses Europa neu gestalten. Und bis dahin wird es ein langer Weg. Ein Schweizer Ökonom fragte kürzlich, ob die EU denn erst einmal zu Bruch gehen müsse, bevor die Menschen wieder zueinander finden. Auch dieses Ende wäre angesichts der katastrophalen und verheerenden Politik Brüssels und ihres deutschen Hegemons durchaus vorstellbar. Aber dann müssen wir als Internationalistinnen und Internationalisten dafür kämpfen, dass es keine antieuropäische Stimmung geben darf. Eine Stimmung gegen diese EU der Banken und Konzerne, ja. Eine Rückkehr zum Nationalstaat, nein, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist auch gerade Aufgabe der Linken, insbesondere auch in Nordrhein-Westfalen, als eine Herzregion Europas entschieden und mit Engagement an einem vereinigten Friedenseuropa zu arbeiten, das aus den Regionen von unten wächst. Sich mit aller Kraft an der Entwicklung einer solchen Vision zu beteiligen, alle Bestrebungen zur Schaffung eines europäischen Demos, also eines europäischen Staatsvolkes, wenn auch erst einmal nur rudimentär,
mit gemeinsamer Entwicklung trotz unterschiedlicher Geschichte zu unterstützen und darauf zu dringen, dass vielleicht die ein oder andere Kommune in Nordrhein-Westfalen sich zum Beispiel den Rebel Cities anschließt. Wäre das nicht eine lohnende Perspektive für uns in NRW, die die kommunale Ebene und die europäische Dimension zusammenbringen kann, frage ich. Die Rebel Cities sind ein Zusammenschluss von Städten in Spanien und Italien. Am besten lässt sich das, was dort passiert, wahrscheinlich am Beispiel Barcelonas erklären. 2015 wurde dort eine Bürgermeisterin gewählt, die sich gegen Zwangsräumungen eingesetzt hat, Banken mitbesetzt hat und Straßenproteste mitorganisiert hat. Es gibt dort offene Versammlungen, die von allen Bewohnern besucht werden können, und es wird dort grundsätzlich diskutiert. Welche Stadt wollen wir? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir ein Programm einer anderen Art des Regierens wählbar machen? Wäre so etwas, wenn auch nur bescheiden, auf die eine oder andere Stadt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen übertragbar? Und last but not least, wir benötigen eine neue Friedensmacht Europa, eine neue kooperative Sicherheitsstruktur, kollektive Sicherheitsstruktur, die Russland einschließt, von Lissabon nicht nur bis Warschau, sondern über Moskau bis Wladiwostok, liebe Genossinnen und Genossen, anstelle der EU- und NATO-Osterweiterung. Schluss mit der weiteren Aufrüstung an der russischen Grenze, Schluss mit der Einkreisung Russlands durch Militärstützpunkte der NATO. Frieden ohne Russland ist nicht denkbar. Ich danke euch.